Wie versprochen, starten wir heute mit dem ersten Beitrag. Und zwar, für das ganze Jahr hindurch brauchen Sie die Knusperbiene von der Firma Eco. Die bekommen Sie ja auch über die Lumara Fachberaterinnen. Und zwar hat die ganz, ganz viele Verwendungsmöglichkeiten, nicht nur jetzt für Florentiner zu backen, sondern sie nehmen es auch für den Bienenstichdeckel und sie nehmen es auch für ihren Krokant selber herzustellen. Also Knusperbiene darf nicht ausgehen. Und wir zeigen Ihnen jetzt, wie man ganz schnell Florentiner herstellt. Was Sie immer brauchen, mindestens 2 Matten von den Florentiner Matten, vielleicht auch 4 oder 6, dann geht alles noch viel schneller. Und Sie haben halt auf einen Schlag, wenn Sie backen, 30 Florentiner oder 30 Gebäckstücke. Und wir haben jetzt die Knusperbiene mit Mandelstifte oder Blättchen, wie Sie es einfach gerade haben wollen, gemischt. Und Sie nehmen immer einen Teelöffel in jedes Feld. Also kein Problem, wenn das ein bisschen drüber schaut, weil das verläuft ja und wird dann auch ganz schön glatt. So, jetzt haben wir das mal mit Mandeln gemacht. Sie können das mit allem machen. Sie können jetzt hergehen und sagen, wir nehmen von den, wie heißt es, Studentenfutter, ja? Und Sie gehen jetzt einfach her, nehmen ein Löffelchen Studentenfutter und dann gehen Sie her, Amann, wo ist die Knusperbiene? Jawohl. Und dann geben Sie einfach über das ganze Knusperbiene drüber und dann haben Sie das Ganze mit Studentenfutter gemacht. Ich mache das auch sehr gern mit Erdnüssen. Gesalzen oder ungesalzen spielt überhaupt keine Rolle. Schmeckt hervorragend. Also die Knusperbiene darf in keinem Haushalt fehlen. Und ganz, ganz wichtig auch jetzt für alle Videos, die wir zeigen. Sie sind es gewöhnt, mit den großen Folien immer zu arbeiten. Sie brauchen für diese Bäckerei immer die kleinen Folien, weil die kleinen Folien passen direkt in den Rost hinein und das ist für die Bäckerei, für die Kleinbäckerei viel, viel besser, weil dann haben Sie nichts hier am Rand stehen und Sie können bis außen Ihr Gebäck legen. Also, Sie gehen her, nehmen die Knusperbiene, die Amann hat es mir jetzt gebracht. Entweder Sie geben jetzt hier einfach Knusperbiene drüber, so, das geht auch. Oder Sie gehen her und mischen das Ganze mit der Knusperbiene und füllen es dann ein. Und wir haben schon vorbereitet eine Schale, die zeigen wir Ihnen jetzt ganz kurz. Wer bringt sie mir denn? Eine ist die Bahnmarsch und das ist ein Gebäck, das brauchen Sie das ganze Jahr hindurch. Also wenn wir das machen so schnell, schaut man gar nicht, wie die Schale leer ist und man greift rein und es schmeckt einfach hervorragend. Na dann, viel Spaß. Also was brauchen wir? Florentinerpfannchen, Knusperbiene und kleine Folien. Viel Spaß dabei.